Der Prophet Jona, Kapitel 3, darum soll es heute gehen. Thema dieser Predigt: Wie funktioniert eigentlich Buße? Aber bevor wir uns dieser Frage nähern, schauen wir uns mal kurz an, wo Jona steht. Und der Gag ist, Jona steht in der Geschichte eigentlich da, wo er am Anfang war. Also am Anfang ist Jona vor Gott davongelaufen. Und spätestens jetzt wissen wir, das ist eine ziemlich blöde Idee gewesen. Ja, also er ist weggelaufen und hat einen langen Umweg gemacht und jetzt ist er wieder ganz am Anfang angekommen. Und wer letzte Woche dabei war, wir sind da stehen geblieben, wo Jona von dem Fisch ausgespuckt wurde. Ich weiß nicht, wie ihr euch Jona in so einem Moment vorstellt. Also ich habe mir mal überlegt, wie fühlt man sich, wenn man so von so einem Fisch ausgespuckt wird, ja, so leicht angedaut, ein bisschen verschrumpelt, ja, es ist ja deutlich länger in der Badewanne, ja, wenn man so länger in der Badewanne liegt, ja, und ja, so länger, ja, so ein bisschen eklig irgendwie. Der liegt da dehydriert am Ende seiner Kräfte, ja, blinzelt so ein bisschen in die Sonne, die er lange nicht mehr gesehen hat. Und dann hört er tatsächlich Gottes Stimme. Ein langer, sinnloser Umweg liegt hinter ihm. Und Gott sagt zu ihm, Jona Kapitel 3, die Verse 1 und 2, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Und das Schöne ist, jetzt macht sich Jona tatsächlich auf den Weg, 1000 Kilometer durch die Wüste Richtung Ninive. Und dann lesen wir in Vers 3, da machte Jona sich auf und ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Jetzt muss man wissen, Ninive war zu dem Zeitpunkt, als Jona da ankommt, schon sehr alt. Sie ist gegründet worden zur Zeit Nimrods, das ist deutlich vor Abraham. Das heißt, die Stadt ist nicht nur eine Metropole, sondern sie hat eine über 1000-jährige Geschichte zu dem Zeitpunkt, wo Jona da vorbeikommt. Und ich stelle mir Jona vor als den unmotiviertesten Prediger, den man überhaupt sich nur denken kann. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber in Vers 4 lesen wir, und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. So, ich lese das, aber ich stelle mir einfach keinen feurigen Erweckungsprediger vor, sondern ich stelle mir jemanden vor, der in diese Stadt reingeht und sagt, so, ich habe hier einen Job zu erledigen, ja, meine Pflicht zu tun, genau das mache ich. Und deswegen predigt er auch so furchtbar knapp, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn jetzt jemand sagt, glaube ich nicht, ja, dass Jona mehr gesagt hätte als, ist mir doch egal. Also Jona ist nicht so ein Paulus, der sagt, ey, ich werde von Gottes Liebe mit einer Leidenschaft gedrängt, das Evangelium zu predigen. Er ist kein hingebungsvoller Seelenretter, er ist kein Evangelist. Er ist einfach jemand, der seinen Job tut. Ja, Paulus war einer, der gepredigt hat, damit Menschen Erlösung finden, Buße tun. Jona hat eher ein bisschen Angst davor, dass die Niniviten Buße tun könnten. Immerhin hat er seine Botschaft gelernt, ja, ist jetzt dort, wo er eigentlich hin soll und predigt also noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und jetzt passiert, wovor Jona immer Angst hatte. Seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Die Bewohner von Ninive, die halten ihn nicht für einen Spinner, der in der Wüste ein bisschen viel Sonne abbekommen hat, sondern sie hören das, was er zu sagen hat und sie werden tatsächlich von seiner Predigt getroffen. Als Jona diese Warnungen anfängt auszusprechen, da geht so ein richtiger Ruck durch die Gesellschaft in Ninive. Vers 5, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Mein Thema heute, wie funktioniert Buße? Oder was muss ich verstanden haben, um richtig Buße tun können? Und mir sind 3 Dinge wichtig. 3 Dinge, die man am Beispiel der Einwohner von Ninive sehr gut erkennt. Punkt Nummer 1. Buße beginnt damit, dass ich an Gott glaube. Das sehen wir hier im Text. Da glaubten die Leute von Ninive
an Gott. Die waren vorher wahrscheinlich schon religiös, hatten so ihre eigenen Götter und Ideologien, aber jetzt fangen sie an, an den Gott zu glauben, den Jona predigt. Den Gott, der sich dem Mose offenbart hatte als der Schöpfergott. Und dieser Gott, dieser oberste, lebendige, einzige Gott, wird jetzt Gott in ihrem Leben. Und das ist ganz wichtig, dass ich das verstehe. Ich kann nicht Buße tun, ohne vorher an Gott zu glauben. Also Buße in der Bibel ist immer eine Bewegung. Es geht immer darum, dass ich weggehe von der Gottesferne und hingehe zu Gott. So funktioniert Buße immer. Buße, die den Namen Buße verdient hat, hat in der Bibel immer damit zu tun, dass ich den lebendigen Gott finde. Anfange an den lebendigen Gott zu glauben, damit dass Gott in meinem Leben Gott wird. Warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil es gibt zwei Arten von Traurigkeit. Paulus formuliert das nicht ganz einfach zugegebenermaßen in 2. Korinther 7 so. 2. Korinther Kapitel 7, Vers 10. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zur Errettung. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Es gibt zwei Arten von Betrübnis, von Trauer. Ich kann auf zweierlei Weise über mich erschrecken. Es gibt einerseits die Betrübnis nach Gottes Sinn und es gibt die Betrübnis der Welt. Ich mache den Unterschied mal an einem Beispiel fest. Nehmen wir an, ich will meinen Führerschein machen, theoretische Führerscheinprüfung, ich schummle und ich werde dabei erwischt. So, es kommt raus. Also ich habe jetzt das Problem, dass ich durchgefallen bin, kein Führerschein, logischerweise bin ich irgendwie traurig. Frage, warum? Warum bin ich traurig? Bin ich traurig, weil ich erkannt habe, dass ich ein Lügner bin und dazu vielleicht noch faul und planlos? Ist es das, was mich traurig macht? Bin ich mir über diesen Mangel an Aufrichtigkeit, an Fleiß und vielleicht auch an Organisiertheit, ist es das, was mich traurig macht? Oder bin ich einfach nur deshalb traurig, weil ich erwischt wurde und durchgefallen bin? Das eine ist die Betrübnis der Welt. Ja, Welt ist das System, das Menschen sich schaffen, um ohne Gott glücklich zu werden. So diese ganzen Tricks und Schliche und Ideen, mit denen man versucht, irgendwie sein Leben zu meistern. Oft genug auf Kosten anderer. Die Betrübnis der Welt, das ist die Art von Traurigkeit, die auch ein Ganove in dem Moment kennt, wenn sein Coup schiefgegangen ist oder der Versicherungsbetrüger, den man überführt. Es ist die Traurigkeit darüber, dass ich mit meinen eigenen Ideen und mit meiner eigenen Verschlagenheit nicht durchgekommen bin. Da ist null Einsicht, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Das ist die Betrübnis der Welt. Das Einzige, was man als blöd empfindet, ist, dass man erwischt worden ist. Das Gegenteil dazu ist die Betrübnis nach Gottes Sinn. Da heißt es, die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zur Errettung. Wer auf diese Weise betrübt ist, der erschrickt über sich selbst. Der erschrickt, weil er plötzlich versteht, was Gott über ihn denkt. Genauso wie die Einwohner von Ninive. Und aus dieser Betrübnis, aus diesem Erschrecken über mich selber, da wächst der Wunsch nach Veränderung, da wächst der Wunsch nach einem Neuanfang. Und das ist Buße zur Errettung. Also die Erkenntnis nach Gottes Sinn, nein, die Betrübnis nach Gottes Sinn, die konfrontiert mich erst mit meiner eigenen Verlorenheit, um mir dann einen Ausweg zu präsentieren. Und dieser Ausweg ist Buße. Aber damit ich dahin komme, an diesem Punkt Buße tun zu können, muss ich vorher an Gott glauben. Muss glauben, dass das Urteil, was Gott über mich spricht, dass das wahr ist. Solange ich noch glaube, dass ich kein Problem mit Gott habe, werde ich nicht Buße tun. Vielleicht werde ich dann etwas religiöser. Schau mir vielleicht so einen Online-Gottesdienst etwas häufiger an. Spende für humanitäre Einrichtungen, arbeite vielleicht bei der Tafel mit. Ja. Ich mache irgendwas so ein bisschen anders. Nur mit echter biblischer Buße
hat das rein gar nichts zu tun. Buße beginnt immer damit, dass ich anfange, an Gott zu glauben. Und zwar daran zu glauben, dass das, was er sagt, wahr ist. Dass mir tatsächlich ohne Buße Gericht droht. Dass ich im besten Sinn verloren gehe, weil es einfach nichts gibt, was ich vorbringen kann, wenn Gott mich im jüngsten Gericht fragt, warum ich so bereitwillig das Böse getan habe und warum ich ihn so dauerhaft ignoriert habe. Es beginnt immer damit, dass ich an Gott glaube. Punkt 1. Buße beginnt damit, dass ich an Gott glaube. Punkt Nummer 2. Buße erwartet alles von Gott. Da heißt es in Jona 3, die Verse 6 bis 8, und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken, und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Echte Buße fängt nicht damit an, dass ich aufzähle, was ich alles schon Gutes getan habe. Solange ich noch denke, dass ich zu den Guten gehöre, kann ich nicht Buße tun. Solange ich noch glaube, dass ich nicht Bekehrung brauche, nicht Errettung brauche, nicht verloren gehe, solange kann Gott mir den ganzen Berg meiner Sünden nicht abnehmen. Wie formuliert Petrus in Jerusalem? Er sagt Apostelgeschichte 3, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Darum geht es. Ich stehe mit einem riesigen Rucksack voller Sünden vor Gott und die Frage ist, wie werde ich diesen Rucksack los? Wie tilgt man Sünden? Platt gesprochen, indem man sich an die richtige Stelle wendet. Wenn ich mich selbst nicht retten kann, und das kann ich nicht, wenn ich hoffnungslos verloren bin, dann brauche ich jemanden, der mich rettet. Die gute Nachricht, das Evangelium lautet, im Universum gibt es eine Stelle, an die ich mich wenden kann, wenn ich mit mir selber überfordert bin, wenn mir mein Gewissen sagt, dass ich nicht zu den Guten gehöre. Betroffenheit über mein eigenes Versagen ist wirklich gut. Jedenfalls dann, wenn diese Betrübnis nach Gottes Sinn, wenn sie mich dahin führt, dass ich aufhöre, an mich zu glauben und anfange, alles von Gott zu erwarten. Jesus starb am Kreuz. Er starb dort am Kreuz, um das eine Opfer zu bringen, das nötig war, um meine Sünden ein für alle Mal auszutilgen. Jesus starb, damit wir nicht sterben müssen. Jesus starb als Angebot. Und als ein Angebot der Erlösung muss ich es ergreifen. Und der König von Ninive, der hat völlig recht. Man wird nicht einfach mal so gerettet. Rettung ist immer Ausnahme. Jesus sagt das im Lukas Kapitel 13, er sagt, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Rettung ist das Besondere. Verloren gehen, das ist die Norm. Verloren gehe ich alleine. Aber um gerettet zu werden, da brauche ich einen Retter. Jemanden, zu dem man schreit. Jemand, der sagt, ich will dich retten, wenn du dich an mich wendest. Und dieser jemand, das ist unser Herr Jesus. Wisst ihr, was das Großartige ist an dem Herrn Jesus? In Römer 10 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ich finde das großartig. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir an Dingen in unserer Biografie haben, für die wir uns schämen. Hier heißt es, jeder, der zu Jesus schreit, wird gerettet werden. Jesus will tatsächlich jeden. Und er kann jeden retten. Also Punkt Nummer 1, Buße beginnt damit, dass ich Gott glaube. Punkt Nummer 2, Buße erwartet alles von Gott.
Ich höre auf, an mich zu glauben und ich erwarte, dass es da einen Retter gibt, der mich retten kann. Und dieser Retter ist niemand anderes als Jesus. Punkt Nummer 3. Buße ist ein radikales Nein zu meinem alten Leben. Wenn man das Wort für Buße im Neuen Testament nimmt und übersetzt, könnte man es einfach übersetzen mit Umkehr. Ich verlasse meine alten, eingefahrenen Denkweisen, meine Verhaltensmuster, meine Prioritäten, die Art, wie ich so gelebt habe. Buße heißt, ich stelle mein bisheriges Leben auf den Kopf. Da heißt es in Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um. Das ist Buße. Er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Buße ist Umkehr zu Gott. Seht ihr, wie Jesaja das formuliert? Seinen Weg und seine Gedanken. Wir würden sagen, Buße hat damit zu tun, dass ich meinen Lebensstil und meine Einstellungen verändere oder meine Gewohnheiten und meine Werte. Buße und heißt immer, dass ich umkehre, dass ich Abschied nehme von meinem alten Leben, wo ich herkomme. Buße ist tatsächlich eine komplette Neuausrichtung auf Gott. Und die Einwohner von Ninive, die tun genau das. Hier die Verse 8 bis 10, Jona 3, 8 bis 10. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß? Vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zorns, sodass wir nicht umkehren. Ja, Menschen kehren um zu Gott und hoffen, dass Gott umkehrt von seinem Zorn. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Seht ihr den Schwerpunkt? Umkehren. Der böse Weg muss tatsächlich verlassen werden. Umkehr zu Gott ist immer Umkehr zu seinen Geboten und Werten. Umkehr heißt, dass aus Lügnern Menschen werden, die die Wahrheit sagen. Dass aus Betrügern solche werden, die ehrlich handeln. Dass Tratschtanten zu Frauen werden, die den Mund halten können. Und dass Männer, die als Workaholics sich an ihren Job verloren haben, sich wieder um ihre Kinder kümmern. Buße heißt, dass ich anfange, Gottes Blick auf mein Leben, Gottes Ideen für mein Leben zu teilen und danach zu leben. Oder um Johannes den Täufer zu bemühen, der sagt, bringt der Buße würdige Frucht. So, mein Thema heute war, wie funktioniert Buße? Und wir haben uns das Beispiel der Einwohner von Ninive vorgenommen und wir haben gesehen, es sind 3 Punkte. Punkt Nummer 1, Buße beginnt damit, dass ich an Gott glaube. Gott darf mir sagen, was er von mir hält und ich höre zu. Punkt Nummer 2, Buße erwartet alles von Gott. Ich verstehe, dass ich mich selber nicht retten kann und ich schreie zu Gott. Punkt Nummer 3, Buße ist ein radikales Nein zu meinem alten Leben. Zum Schluss die Frage, warum ist es wichtig, dass ich verstehe, wie Buße funktioniert? Und das hat 2 kurze Gründe zum Schluss. Erstens, weil jeder Mensch Buße tun muss. Also die Position der Menschen, die heute leben, ist eigentlich noch viel schlimmer als damals zur Zeit von Jona. Die Niniviten hatten noch nie etwas von Jesus gehört, wir schon. Wir sind die, die etwas wissen vom Kreuz. Wir sind diejenigen, die wissen, was das mit Ostern und Weihnachten auf sich hat. Wir haben die Bibel und wir können uns definitiv nicht mit Unwissenheit herausreden, wenn wir nicht Buße tun. Heute sind die Menschen so, ich greife mal bei Matthäus rein, ja. Ich glaube, dass für einen typischen Deutschen das gilt, was Jesus für die Leute seiner Zeit gesagt hat, Matthäus 12, Vers 41, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier, nämlich Jesus. Wir kennen Jesus und deswegen ist das so wichtig, dass wir Buße tun. Und ein 2. Punkt für die, die sagen, Jürgen, ich bin schon Christ, ich habe schon Buße getan, ich lebe schon mit Gott, okay?
Buße ist etwas, was ich nicht nur einmal am Anfang meines Lebens tue, sondern das ist das, was ich immer wieder tun muss. Das ist der Grund, warum in den Sendschreiben, in der Offenbarung der Herr Jesus formuliert, tue Buße und tue die ersten Werke. Und in diesem Sinn, lasst uns die Predigt beenden mit einem Blick auf einen Gott, der sich das Unheil gereuen lässt, für den Buße tatsächlich unwiderstehlich ist und der uns auffordert, unsere bösen Wege schleunigst zu verlassen. Sei es, dass wir uns das erste Mal von unserem Leben abkehren und ihm zuwenden. Oder sei es, dass wir mit ihm schon eine Weile unterwegs sind, feststellen, wir haben uns ein Stück verlaufen und wieder nach Hause gehen. In diesem Sinn, lasst uns Buße tun. Amen.